Hallo, willkommen zurück zu Secret of Mana. So, ich habe von einer Lady erfahren, dass man sich mit der Kanone hier vom Kanonier bis ins Imperium schießen kann. Da machen wir das doch gerade mal. Schieße mich ins Imperium. Und ich sage dir, wer du bist. Feuer! Nanü. So, hier sind wir jetzt also. Dann lass uns doch mal umgucken hier. Im besagten Imperium. Die Südstadt. That Mara woman is a little off. I'd steer clear of her if I was you. Mara? Okay. Die gute Mara. Sie hier. Es ist die Lock Lady aus Twin Peaks. Sieht ihr auf jeden Fall ähnlich. Mach Sachen. So was my husband until he got caught with sensitive information. Ah. I'm continuing his work. Cool. Das finde ich sehr lübisch, dass du das machst. I swear I'll avenge his death if it's the last thing I do. Enter Northtown from a sewer passageway east of here. The resistance uses it to infiltrate the city. Give the guard this secret number. 634. That's the only way he'll let you through. 634, okay. Gucken, ob ich mir das merken kann. 634, der Code, damit wir da durchkommen durch die Kanalisation oder was es war. Sieber, hat sie, glaube ich, gesagt. So, hier geht's weiter. Da können wir uns ausruhen und was noch? Irgendwas anderes. Ein Symbol. One night is 100 GP. Boah, die ziehen die Preise an, kostet doppelt so viel. Cool. Ich nehme es aber meinen Kauf, um speichern zu können. Wenn wir schon hier sind. Watch out for mushrooms. Their spores clog the air and make it hard to breathe. Too true. I've had lots of run-ins with mushrooms. Makes me wonder why the Matango branch of the family smells so sweet. Yeah, the smell kind of makes me hungry. Weird, but I think I get where you're coming from. Oh, you guys too? You agree? It smells like savory mushrooms getting roasted on hot coals. Now I can't stop thinking about it. Same here. Hey, do you think the Matango people would... Stop! Don't go there! We're getting into dangerous territory as it... Yeah. Just enjoy the fragrance while it lasts. Genießt aber den Duft, ohne daran zu denken, unsere Pilzfreunde zu essen. Das ist eine gute Idee. Deckenab. Gut, ja, möchte ich. Was ist denn hier oben? Ach, hier ist noch ein Händler. Hi. Na, mein Freund. Was ist das denn hier? Der Golemring. Und der Rubinharnisch gibt's hier. Da haben wir noch Mützenrattenhaube. Das ist auch ein seltsamer Name. Mützenrattenhaube. Okay, dann decken wir uns erstmal neu ein. Das heißt also diesen Ring. Eins, zwei. 3 1 2 3 1 2 3 Anything else? Nein. Come again. Danke. Cool. Alles klar, wir haben neue Ausrüstung. Die legen wir natürlich mal prompt an. Fangen wir mit Randy an.
Er kann das nicht anlegen. Ach, jetzt habe ich gar nicht auf die Charaktere geachtet. Ich depp. Ein bisschen verpeilt gerade. Aber den kriegt er auf jeden Fall. Und den. Gut. Papa kann den anziehen. Ja, das geht. Und diesen wundervollen Ring. Und diese wundervolle Rüstung. So. Das geht auch bei ihr. Okay, das heißt nur, er kann weiterhin nichts weiter anziehen. Von diesen Sachen. Gut. Einen Ring kriegst du noch. Und natürlich eine wunderschöne neue Rüstung. So. Den Rest verkaufen wir natürlich wieder. Ja, die Sachen werden immer höherpreisiger, ne? Gut, dass wir so viel Cash haben. Hier, die verkaufe ich doch mal wieder. Diese hier und diese hier. Und dann unsere Rüstung, die wir vorher hatten. So, und die Ringe natürlich. So, und jetzt haben wir gut... Nein. Jetzt haben wir wieder was gut an Cash drin, ne? Wunderbar, gut. Also wir sind dann ausgerüstet, ausgeschlafen sind wir auch, gespeichert haben wir. Dann gucken wir uns auch mal weiter hier um. Hi, Kleiner. Das weiß ich nicht. Vielleicht ein Brunnen. Und ein Baum. Don't tell anyone I said this, but these days I just don't know what the Emperor is thinking. He says he wants to bring the world together, but then he levies huge taxes to build up his army. And then there are the monsters he keeps in his castle. Vielleicht wird alt. Na nü. You think you know the secret code? Try. 6, 3, 4. Ja, wir haben schon angegriffen. Instant. Alter. Ich muss jetzt mal kurz einen Blick auf die Waffen werfen. Ich habe meine letzte Aufnahme Secret of Mana jetzt einen Ticken her. Das ist halt noch so ein Spiel, wenn du nicht am Ball bleibst, vergisst auch einiges. Ich spiele aktuell ja Randy. So, sie hat das Schwert, das haben wir auf Stufe 2. Prim hat Partisaner auf Stufe 3, bringen wir jetzt auf Stufe 4. Dann haben wir, ja, und er hat den Bogen. Aktuell noch Stufe 3, bringen wir jetzt auf Stufe 4. Alle Waffen sind ja soweit auf Stufe 4 gelevelt, beziehungsweise geschmiedet auch. Bis auf das Schwert. Aber ja. Ja, er ist der richtige. Er ist hier der Lude. Er ist richtig am Hustlen hier. Warum wenn die so Schneemänner? Ist es meinem Bogen zu verdanken oder wie? Moment. Ja. Geh mal hier lang. Ah, Schleimies. Der Blob. Le Blob. Warte mal. Ich wollte mal auf sie wechseln. Und dann Zauber wieder. So, Flämmchen. Für alle. So, Eis gibt's auch nochmal für euch alle. Blauer Blob. So, der ist Feierabend. Und er hier. Erdrutsch. Come on. Ah, er will auch noch einen Zauber ausführen. Säuresturm, Stufe 3. Alter. Achso, der Sauber hat ihn jetzt endlich mal getroffen. Okay, weitere Gegner waren hier nicht. Dann gehen wir mal runter.
Wie sind die Zauber eigentlich gelevelt bisher? Ja, sind noch Stufe 3. Wir haben ja schon die Möglichkeit, sie auf Stufe 4 zu bringen durch den Mana-Samen aus dem Feuertempel. Deswegen müssen wir hier wieder zaubern. So. Ich habe ja noch ein paar Nüsschen gekauft. So, fangen wir erstmal mit ihm an. Erdrutsch. Wenige Nummer auf Stufe 4 vielleicht. Bäm. Für die nächsten Bosskämpfe brauchen wir auf jeden Fall gelevelte Zauber. Damit wir die schaffen werden. Aber wie gesagt, mit Nahkampfangriffen kommen wir hier auf Dauer, glaube ich, nicht weit. Weil die Waffen einfach nicht stark genug sind. Wie die Zauber. Gut, die sind fertig. Ne, hier geht's nicht hoch. Komm, wir helfen Randy mal. Manchmal ist die Wegabfrage auch ein bisschen daneben. Kommt ihr hoch oder wie sieht's aus? Der Blob. Der blaue Blob. So, ich mache mal auf einen Gegner, weil das natürlich dann stärker ist. Und so kriegen wir die auch schneller kaputt. Ich möchte kein Schneemann mehr sein. Danke. Explosion. Trifft es den nicht, oder? Achso, ich habe ja kein MP mehr. Nüsschen Zeit. Ja, und jetzt bin ich wieder ein Schneemann. Ah. Ich möchte kein Schneemann mehr sein, danke. Diese frechen Gegner hier. Guck mal, wie der sich zurückzieht, ne? Wie er Angst hat. So, und jetzt der Viech. Auf die beiden jetzt. Randy hat Stufe 31 erreicht. Nice. Okay, man merkt, Eiszauber ist für die nicht so effektiv. Ist auch gut zu wissen. Aber Feuer, oder? Ja, Feuer geht. Feuer scheint gut zu sein. Ja, 490. Das ist eine Hausnummer. Die hängen jetzt weiterhin an einer Ecke fest. Manchmal, ne? Da würde ich den Entwickler bzw. den, der die animiert hat, echt mal fragen, was das soll. Achso, ich habe einen Stufenaufstieg gehabt und habe mich jetzt noch geheilt. Eigentlich. Aber besser so. Alter, was machen die denn für einen Schaden? Guckt euch mal an hier. So, machen wir nochmal. Thunderbolt. Nochmal einen. Ne, machen wir das mal auf den. Zum Schluss. Na gut, das ist jetzt passé. So, die sind ja anfällig gegen Feuer, habe ich ja gemerkt. Für dich auch nochmal ein Feuerbällchen. Ein blauer Blob. Blue Blob. Ach, da ist auch noch ein Gegner. Kommt der Wo kommt denn der Kürbis auf einmal her? Spawnt er die? Ich glaube ja. Ach, dann explodieren. Deswegen kriegt er auch die ganze Zeit Schaden. So, die haben Bock auf Bleeds. Lecker gegrillter Viech! Und ich krieg einen Säuresturm ab.
Und Eis nur noch. Gut, das hat mir jetzt aber nicht so sehr geschadet. Hast mich schlimmer vorgestellt. DTs! Wie sieht's mit der Magie jetzt aus? Haben wir schon gut was gelevelt? Ja, schon. Halt hat jeder Zauber so um die Hälfte. So, und nochmal das Ganze. Warte mal. So, Feuer. Für den Block. Und dann nach dem Viech. Weil ich habe ja noch Nüsschen dabei, dann kann ich mal nochmal MP wieder ein bisschen auffüllen. Das geht schon in Ordnung. Na gut, zum Beispiel der ist jetzt so K.O. Hier ist an der Ecke mit nichts. Aber hier können wir hoch. Ein Blob! Mach ihn kaputt! Machen wir erstmal den hinteren. Fireball! Bam! Und du auch! Blauer Blob. Wieder Fischi. Zeit für ein Nüsschen. Aber MP haben wir schon auf jeden Fall gut was jetzt. Am Ende schaffe ich es echt noch in diesem Abschnitt die Zauber zu leveln. Weil meines Erachtens nach sind die einfacher zu leveln als jetzt zum Beispiel die Waffen. Heilkraut. So, der Block, der kriegt wieder mal Feuer. Blauer Block. Hat er sich geklont? Weil da waren drei Ziele. Ja, da sind drei. Schicken wir nochmal einen hinterher auf den anderen. Er ist gemein. Er ist gemein. So, jetzt kann ich die Truhe öffnen. Bonbon. Was macht der denn als? Was sind das für Geräusche? Feuert noch jemand. Aber das war... War das er hier? Der Fisch? Ich glaube, das war Herr Fisch. Fischi McFisch. Not so fast. Who are you? Imperial spies? Klar. No, 634. 634. Oh, you're that swordsman that Gemma told us to be on the lookout for. Welcome to the Resistance. Nice to meet you. What's with the proper act all of a sudden? Jealous? As if. You know I'm only interested in Dylok. Wait! You know Dylok? Of course! Why? Have you heard of the ruins to the east of this town? Supposedly there's a man there named Dylok who's stealing people's life energy. That's what happened in Pandora! But why would Dylok... Something must be controlling him. I'll make sure the Resistance looks into it. Er stiehlt also den Leuten die Lebensenergie, weil er beauftragt wurde. Good luck. Danke, Chris. Chrissy's dad, Sok, founded the Resistance. But the Empire got him in the end. The Resistance could have easily fallen apart, but Chrissy stepped up and replaced her father. She's only 18, but we all depend on her. Hallo, alter Mann. The Empire used to be such a peaceful nation. All this trouble started about... 15 years ago, I... Vor 15 Jahren, da war Chris 3. Da hat alles angefangen. Chrissy had to grow up too fast. At this age, I'm sure she just wanted a normal childhood. Na klar. Wer nicht? Wer unter solchen Umständen aufwächst. The Emperor entrusts his four generals with most military matters. Cheeks is the leader. Plus, there's Geshtard, the mech rider, and Fanha, the strongest woman in the Empire's army. And last but not least,
Thanatos, the Mystic Knight. That's all I know, though. Sorry. Macht nichts, was uns die Charaktere des Imperiums ein bisschen näher gestellt. Können wir mit ihr reden? Those ruins to the east sure are popular these days. Who knows what those youngins are doing over there? Was Jugendliche da halt so treiben. Macht sich doch gemütlich. Ja, wir schauen uns erstmal hier um, ne? Sehr niedlich. Beep, 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 beep. Hi. The cafe is a front for the Resistance's base. Pretty clever, huh? Absolut, da würde niemand drauf kommen. I've heard Chrissy crying at night. Das tut mir leid. I lost my father in the battle with the Republic 15 years ago. My wife, she's been acting strangely all of a sudden, wandering out of the house and such. Where are you? Hat ein Chewbacca-Komplex, ne? Sowas kann schon mal passieren. I'm telling Mama. Warum? Was ist denn passiert? The Empire's domain stretches from this town to South Town. Hier ist noch ein Lädchen. Welcome. Der hat sogar noch geilere Ringe. Was ist denn hier los? Guck mal, hier können wir die Ausrüstung kaufen, die es schon gab per Vorbestellerbonus. Tigerkappe. Also das Einzige, was ich mir jetzt noch kaufen würde, wäre nochmal mein Nussvorrat, um zwei aufzufüllen, weil MP brauche ich immer. Und dann hier noch diese Ringe. Schneemannring. Ist für alle drei geeignet. So, diesmal habe ich es gesehen. Yo, danke. Was macht der denn so anders? 3 und 6 und Schneemann haben wir Resistenz. Gut. Kommt ja vom Namen her auf jeden Fall gut hin. So, Ren kriegt auch noch einen. Damit sind wir gefeit gegen den Schneemann-Status. Aber ansonsten hat er leider nichts mehr Neues für uns. Anything else? Nein. Danke. Ich weiß noch grob, in Final Fantasy 10 war es, glaube ich. Wenn ich mich nicht noch recht entsinne. Da gab es irgendwie einen Ring. Da hattest du auch, glaube ich, Resistenz gegen fast alles. Von wegen jedes Zauberstück fehl. Ich mir dachte, boah, krass. Das ist ja eigentlich richtig Imber. Da können die mit Zauber eigentlich gar nichts mehr. Aber irgendwann ist man eh total Imber, wenn man die gewissen größeren Gegner geschafft hat und die Waffen kriegt und so. Aha, Pamela, also hätte die Kinder angestachelt, zu den Ruinen zu gehen. Eieiei. Don't let bad thoughts consume you. Keep your chin up. That's the ticket. Okay, ich versuch's, danke. Für die netten Worte. Hallöchen. From the castle were gabbing about sunken treasure near the coral reef to the south. Mhm. This is Northtown, capital of the Vandal Empire. Ah, ja. So, hier besteht nochmal die Möglichkeit zu speichern und zu schlafen. Das nehme ich doch mal in Kauf. 120 jetzt auf einmal. Dein Kollege hat noch 100 verlangt. Ist hier ein Deluxe Hotel oder was? That was the first time I'd seen a dragon, even a baby one. Me too. Did you get a look at his wings? They're so white. He's got to be the prettiest dragon in the world. Such cute eyes.
What's wrong? You guys haven't stopped gushing since we found that scrawny beast. So? You didn't gush at all when you found me in the dwarf village. I'm pretty one of a kind too, wouldn't you say? Well, yeah. We did find you in a shoddy sideshow. Oh. And then you tried to cheat us out of our money. Oh. That cute little dragon would never do something like that. Be that way. Ja, der kleine Drache würde sowas nie tun, natürlich. Auch diese Gespräche. Ein paar sind lustig, aber bei ein paar muss ich mir echt mit der Hand an den Kopf fassen und mir denken, was hat Square Enix denn da ausgebügelt? Totaler Nonsens irgendwie, weiß ich nicht. Tritt nichts zur Story bei oder sonst irgendwas. Aber manche sind ja schon recht unterhaltsam. Man merkt ja eindeutig, dass das Spielniveau jetzt nicht unbedingt für Erwachsene angepasst ist. Hi, Wetz, lange nicht gesehen. Was geht bei dir? Tach, tach. Smells like a war's a brewing in this town. Trust me, I've been around weaponry all my life. Any of your weapons in need of an upgrade? Ich gucke mal gerade, mein Freund. Aber ich glaube, ich habe keine Orbs mehr. Die sind alle ausgegraut. Okay. Na? Make yourself at home. Na ja, klar doch. Ich habe gerade schön geschlafen, schlafi gemacht und jetzt machen wir gleich ein paar Monster Howie, ne? Nee, das Niveau der Audio-Samples und der Texte ist natürlich auch schon eher runtergefahren im Vergleich. Also die Texte haben sie jetzt nochmal umgeändert, das merkt man auch schon. Ich habe mir auch sagen lassen, dass das ist eigentlich an sich kein Spoiler. Es gibt später eine Szene, wo man quasi in einem Kochtopf landet und dann sind da diese Goblins und die wollen halt dann essen und dann gehen sie, weil die Lindenstraße anfängt, ne? Das war richtig geil übersetzt, also charmant gemacht. Und hab mir sagen lassen, diese Szene gibt's hier nicht mehr vom Text her. Ich mir auch schon, wow, warum haben sie das denn rausgelassen? Okay, die hat nichts zu sagen. Ich auch nicht. The resistance has hidden their base in this town. We'll find it. Mark my words. Mark my words. Und der klingt schon sehr ernsthaft. Mark my words if you say so. I take my blade and ram it into your heart. And then you die. You die. Yeah. Ach, die Pamela rum. Können wir rein, theoretisch auch rein, glaube ich. Pamela, wake up! Are you okay? Shut up! I won't go back. Dyluk and I are happy here. Leave us be. What do you think of that, huh? This is revenge for taking him from me in the first place. He'll never be yours. What? But Pamela, that can't be. It feels good to come out on top. Pamela, I didn't... This isn't what I wanted. Let's get her to Chrissy's. Come on, sis! What happened? Chrissy, can you take care of our friend for now? It's a long story. Okay. There's a doctor sympathetic to our cause. We'll take her there. Thank you. Leave this to us. You go help Dyluk. Wir gehen und helfen Dolan. Kein Problem. Dyluk. Das ist so ein... Boah, wenn ich diesen Namen jedes Mal höre, weißt du, da ziehen sich mir die Fußnägel zusammen. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie nicht meins. Auch wenn er so wahrscheinlich heißen mag von... Square Enix aus. Gut. Wir schreiben gleich. 3-0-0-0. So, liebe Freunde. Dann würde ich sagen, für diese Folge Secret of Mana war es erstmal. Falls ihr weiterhin Lust auf Secret of Mana habt und es euch bis hierhin gefallen hat, würde ich mich selber über eine positive Bewertung freuen, in Form von einem Kommentar oder auch vielleicht einem Däumchen nach oben. Falls euch das nicht gefällt oder ihr noch andere Sachen loswerden wollt, schreibt es mir auch und ich gucke, was ich tun kann, ja? Gut, alles klar. Macht das gut, bis zum nächsten Mal bei Secret of Mana. Haut rein.